Hallo zu einer neuen The Forest-Folge mit Concord. Hallihallo. Genau. Wir haben jetzt so eine kleinere Forest-Pause gemacht. Und, also ihr merkt davon nichts wahrscheinlich. Aber wir haben eine kleine Forest-Pause gemacht. Und darum verzeiht uns, wenn wir so manche Sachen vielleicht jetzt gar nicht mehr so aktuell auf dem Schirm haben. So genau Wir wollen Sachen. einfach generell das relativ gering halten, die Zeiten. Weil wir wollen natürlich, wenn ihr was schreibt oder sowas, natürlich darauf eingehen können. Weil wenn ihr schreibt, hey, mach doch mal das und das, und wir erst dann 20 Folgen danach sagen, hey, der eine hat da geschrieben, das ist halt vielleicht ein bisschen blöd. Vor 5 Monaten hat der eine doch mal geschrieben, dass wir uns das Ja, mal genau. anschauen sollten. So ungefähr, Genau. ja. Ja. Und weil wir ein bisschen vorproduziert haben, haben wir jetzt ein bisschen eine Pause gemacht, dass es das wieder ein bisschen aufholt. Und hier sind wir. Wir wissen nicht mehr, was wir machen wollen. Darum Kein Blass erstmal und Land. Baumstämme holen. Also, wir haben da anscheinend einen Bau angefangen, das sehe ich. Das müssen wir zu Ende bringen. Ja, und anscheinend haben wir eine Siedlung. Dann haben wir hier. Kann man da eigentlich drauf gehen? Das wäre wirklich weg eigentlich, wenn das so wäre. Nee, kann man nicht. So, ich hole schon mal mein Wägelchen und hole mal Baumstämme. Hoho, das war knapp. Hätte mich jetzt beinahe selbst umgebracht. So. Ich bin gerade Ja, ein und Lurchen. der Wald ist wirklich immer weiter entfernt. Echt krass schon. Ich bin gerade ein Lurch hinterhergelaufen und wollte ihn unbedingt fangen und der ist dann in so eine Falle gerannt, also in so eine. Noch nee. Was auch nee. Ja, sind schon wieder Mutanten Achso. oder Eingeborene. Aber ich wäre dann beinahe in unsere eigene Falle gelaufen, weil er mich reingelockt hätte, der Lurch. Da kommt noch einer. Halt. Blocken lohnt sich gar nicht. Also einfach drauf. Da ist doch noch einer, oder? Scheiße, Und ich Alter. sehe auch, dass mir Rüstung fehlt und ich weiß eigentlich ehrlich gesagt nicht genau warum. Das wäre immer sehr interessant zu wissen. Komm, stirb. Ich komme zu dir, ich helfe dir. Ja, toll, viel zu spät. Sind wir beide tot? Ich bin da. Ja, ich kann hier einen mitnehmen zum Ver. Oder wollen wir hier ein Lager fahren? Ich wollte gerade sagen, wie viele waren es denn? Moment, Reh, nicht bewegen. Lol, okay. Oh, scheiße. Ja. So weit, du triffst es nicht. Keine Chance, ey. Warte mal, ich muss den Fall wechseln. Hab's erwischt. Er rennt weg. Ja. Warte, stehen bleiben. Erbs. Jawohl, Teamwork, ey. Geil. Ja, ist eigentlich echt gut eigentlich, weil man braucht zwei Pfeile. Oh. Ach, Sabine, ein Porsche ist Kopf offen. Da ist noch ein Reh. Komm langsam mit. Ich komme mit. Ganz langsam. Bleib doch Ich weiß mal immer noch nicht, wo es ist. direkt vor mir. Ich renn aber immer wieder weg. Da ist es. Einmal erwischt, glaube ich. Unten läuft schon jemand. Alter, sind das Oh, ja, viele. ganz viele Leute. Holy shit. Ich konzentriere mich immer noch aufs Reh. Reh ist in Richtung Strand gelaufen. Siehst du es jetzt? Nein, aber es reicht ja, wenn du es triffst. Ah, da ist es. Jawoll! Perfekt. Alter, 2 Rehe, ne, in dieser Folge, weißt du, es gibt manchmal so. Nee. Keine Ahnung, 6 Folgen ohne ein Reh zu sehen. Und jetzt, ich kann es nicht mehr aufheben. Kannst du es aufheben? Hier, hallo, hier, So, hier, ja, hallo, hallo, komm. hallo, hier, hier, hier. Ja, Bin voll. ich bin doch schon unterwegs. Bitte nicht stressen. Dankeschön. Nimm es. Gut, und jetzt gleich aufhängen, bevor wir es vergessen. Essen war nicht da. Da. So. Oh, schon so lange. da. Da hänge ich den Lurch auf. Ich hab Dann hänge Hunger, ich falls ich da. mal den komischen. Au, Da. leck. Ey, wir sind voll. Weil ich es gerade gesehen habe, sollte man vielleicht mal eine neue Logik machen. Irgendwie so das Älteste irgendwie, dass man weiß, dass man das vielleicht als erstes essen soll oder sowas. Ach so, ja, gut, aber das kannst du ja. Scheiße, ich habe nichts zum Trinken hier gerade.
Also, dass man jetzt, ab jetzt vielleicht das irgendwie anders machen, dass man sagt, man fängt von rechts an und geht dann hier so weiter, dann hier und das ist das letzte Ding. Ja, das könnte man machen. Also, Nummer 1 hier. Dann, ja, 2, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Okay, okay, Bass, bin ich dabei. Können wir machen ab sofort. Müssen wir halt jetzt irgendwie gucken, damit wir die nach und nach alle fressen. Also versuchen wir erst das Dunkle zu essen erstmal. Ja, bin gerade dabei. So, gut. Ganz dunkle Zeug. Wasser ist einfach... Vor allem, wir könnten es eigentlich wirklich... Was ist, wenn ich so eins einfach mal nehme ins Inventar? Steht dann da? Nee, steht essbar. Getrocknetes Fleisch. Irgendeins, was ganz... Das ist zum Beispiel schwarz. Wenn ich das nehme, was steht dann da? Frisch. Okay. Ich bin anscheinend echt nicht... Da steht überall nur essbar, also gut, ist ja auch essbar, du hast nur ultra Hunger dann, ne? Durst. Meine ich ja. Könnte ruhig mal wieder regnen. Sag mal, ist das Wasser despawn? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir kein Trinken da haben. Nee, es war das letzte Mal, glaube ich, echt das Problem, ja. Ehrlich? Okay, krass. Krass. Gute Zeit. Was, ich nehme mal das Wägelchen mit und dann holen wir Holz schnell, oder? War? Naja, bei mir sind sehr viele gerade da rumgelaufen. Also sorry, wenn wir eigentlich in der letzten Folge was ganz anderes gemacht haben, aber es ist schon... Also ich weiß nicht, kann ja sein, dass wir genau das gemacht haben. Nee, wir waren ja eigentlich schon dabei da. Ich hab nicht nachgeguckt, das weil normalerweise, falls sowas vorkommt, das... Wo bin ich eigentlich? Ich fahre ja ganz woanders hin. Holy shit, Alter. Normalerweise, wenn wir sowas machen, wenn mal eine größere Pause ist, eine Forest-Pause, die braucht man einfach hin und wieder, wollte ich nur mal so gesagt haben. Damit dir das Spiel überhaupt noch Spaß macht. Dann gucken wir uns immer die letzte Folge an, um zu gucken, wo man wart. Aber ich hab's vergessen. Well. Ja, da hinten laufen die ganzen Leute. Es ist gerade Nacht, also ich will nicht zu viel häckseln gerade. Ja, ich wollte. Kannst du hier noch die Knochen aufnehmen? Ja. Einwandfrei. Scheiße. Oh, jetzt bist du auch voll. Warte, dann kraft dich schnell. Ja, ich wollte gerade. Rüstungsteil. Und dann nehme ich dir das so mit. Einwandfrei, super. Ja, wollen wir einfach versuchen gleich zu schlafen, ja, oder nehmen wir noch eine Nee, mit? Nee, wir gehen gleich schlafen. Wenn's geht, gehen wir gleich schlafen. Ja, passt. Weil ich sehe gerade gar nichts, ne? Ist auch so dunkel bei mir gerade, ich verstehe nicht. Eigentlich müsste man das Spiel mal ein bisschen heller stellen, weil... Ich weiß, es nimmt ein bisschen dieses Gefühl, aber ich sehe einfach echt gar nichts. Und das ist richtig doof, wenn du Fallen aufgestellt hast und so, du findest nicht mehr den blöden Eingang. Hey, hier, das ist auch so dunkel hier. Mach ich mir mal ein bisschen Licht. Aber da kommt es halt richtig cool rüber, wenn man halt dann so Fackeln und sowas aufstellt. Ja, müssten wir uns eigentlich auch mal vornehmen. Alles mit Feuer. Aber die werden halt dann angelockt anscheinend, habe ich mal irgendwo gelesen. Wir sind vorbereitet. Ja, prinzipiell schon. Ich wäre aber auch dabei, ne? Also so ist nicht. So, gut, auch wenn wir irgendwie die ganze Nächte eigentlich durchschlafen und eigentlich nie aktiv sind. Ja, gut. Ja, zum Beispiel, es geht ja eigentlich immer hauptsächlich darum, dass man nach Hause findet. Man könnte ja auch außen so richtig schöne... Ach, stell dir mal vor, man könnte außen Wege... Wir würden außen Wege bauen. Ach so, ja. Weißt du, so von unserem Lager aus, irgendwie hinter zum Zeltplatz, vielleicht irgendwie ein Weg zum Strand, ein Weg zum nächsten See runter, irgendwie so. Das wäre schon irgendwie nice. Könnte man machen. Man könnte ja auch irgendwo so... Alter, ich habe schon wieder Ideen, ey. Man könnte ja irgendwo nochmal so eine Außenbasis bauen, also nochmal so eine kleine, also nicht so eine große Siedlung, Gottes Willen, vielleicht nur so ein kleines Ding, so eine Hütchen oder zwei Hütchen. Glück gesagt, man haben ja jetzt neue Baupläne. Man könnte ja theoretisch sagen, man tut jetzt zum Beispiel die Kirche nicht direkt bei unserer Siedlung hinbauen. Genau, sondern irgendwo anders, genau.
Ja. So eine Art Friedhof für die Eingeborenen machen. Friedhof für die Eingeborenen. Boah, das wäre geil, wenn du noch Grabsteine aufstellen könntest, ey. Da bräuchten wir mittlerweile sehr viele. Ich habe gerade überlegt, ob ich einmal eine Dynamitstange schmeiß hier, weil das sind echt viele eigentlich gerade. Könntest du machen, ja. Sag mir aber, bevor du wirfst. Ich hab geworfen. Okay. So, den einen Baum mach ich noch. So, also ich war schneller wie du. Ja. Mit der Ruhe. So. In der Ruhe liegt der Sturm. Oder wie heißt's? In der Ruhe liegt die Kraft. So war das. Ja. Oder? Das habe ich mich selbst irgendwie rausgebracht. Südele. Nehmen wir den Baumstamm hier noch? Ich glaube, das war's. Ja, ich bin voll. Ich bin voll. Scheiße, ich auch. Trotzdem mal das voll hinnehmen. Ich bin so voll, ey. Boah. Ich fress halt nicht immer so viel. Wie viele Baumstämme braucht man? 25? Ah ja. Das kriegt man hin. Überhol dich mal rechts. Was zum... Ach, verdammt! Oh, Mann. Na! Das geht schief. Ach, nee, doch nicht. Ha! Ich hätte echt gedacht, da fliegt jetzt gleich was. Ich habe auch gedacht, dass irgendjemand in die Höhe fliegt oder das Ding so wegkatapultiert wird oder. Ja. Hab jetzt vieles erwartet eigentlich. Kann man von hier unten das vielleicht schon bauen? Au, oh, nice. Kann man von unten bauen, ehrlich. Nee, nur das eine habe ich. Ach Gott, jetzt kann ich nicht da drüber springen. Spring! Also ich muss sagen, wenn ich so breit über alle Spiele drüber schaue, ja, dann ist eine Sache, die mich am tierischsten unter anderem nervt, wenn du irgendwie versuchst, über irgendwas drüber zu springen. In jedem fucking Spiel eigentlich hast du Probleme damit. Egal, ob es ein Shooter ist, ein Rollenspiel. Ja, stimmt. Da hast du vollkommen recht. Fast keinem Spiel funktioniert das eigentlich, über einen scheiß Zaun oder sowas mal drüber zu springen. Ist ja schon ein Wunder, wenn das mal funktioniert. Aktuell nervt sich am meisten bei dem neuen Call of Duty, ja. Call of Duty, aber da geht's eigentlich. Da ist wirklich eigentlich nur bei den Steinen, also bei den Klippen und so, da kommst du einfach nicht hoch. So. Verdammt, wir brauchen immer noch welche. Ja, da lagen ja welche. Boah, ich hab so Angst vom Feuer. Kann man das nicht ausmachen? Nee, kann man nicht, glaube ich. Wüsste ich nicht wie. Aber ich kann nicht verstehen. Also ich habe eigentlich auch Angst. Weißt du, wir sagen gerade, ja, mehr Feuer, mehr Licht. Aber ein kleines Lagerfeuer. Alter, ich habe so Angst vor dem Feuer. Nicht schlecht. Hey, wo? Und da steht jemand mit einer Fackel vor mir. Ganz ruhig. Oh, Leute, da weicht mich gerade. Nein, du Sack, Alter! Lass mich kalt! Oh, wie lustig! Warte, das war jetzt lustig. Ich hab dich wieder doppelt gehört gerade. Doppelt gemoppelt. Ha! Oh, kein Headshot. Hä? So nicht. Jawoll! Oh. Also gut gemacht. Ja, aber. Ja, der wollte da gerade so einen angezündeten Tennisball da werfen, der Sack. Ja, ich weiß nicht, was machen wir jetzt mehr? Eigentlich brauchen wir die Knochen nicht mehr, ne? Oh, ich hab Hunger! Ja. Oh, scheiße, Hunger und Durst! Ich verliere schon Leben deswegen! LOL! Ich hab nach dem Schlafen nichts gegessen.
Ah ne, das habe ich zum Glück gleich erledigt. Dann fange ich mal an, das Fleisch aufzuessen, damit wir dann neu sortieren können. Jo. Habe auch schon fleißig ein paar getrocknete Dinger gefressen. Soll ich jetzt versuchen, um das Dunkelste zu fressen, oder soll ich jetzt einfach so von rechts nach links fressen? Ah, Headshot, Number One. Ost. Komm schon, friss, friss. Ist leer? Was? Oh, Gott sei Dank. Boah, das war knapp. Holy shit. Das ist leer, das Ding? Moment, ist eigentlich mein Topf. Ah, mein Topf ist noch voll. Ja, mein Wasserschlauch ist auch voll. Ja, ja, mein Wasserschlauch war eben gerade leer. Das, aber gut, man könnte ja Soda trinken. Ne? Davon haben wir Unmengen viel. Ja, ich habe jetzt auch die ganze Zeit Soda getrunken. Gibt ein bisschen Energie. So, also ich bin, denke ich. Ich muss aber auch einen Medic nehmen, ne? Scheiße. Wo war denn Medic? War das hier? Medic. Oh, das sind die Regale. Hä, warum sind die Regale leer? Hallo, alles klar. Das ist unser Alkohol. Alter, voll erschrocken gerade. Oh, shit. Die sind in unserer Siedlung drin. Deshalb habe ich gerade so ein kleines Problem. Wo ist er? Nein, der ist oben im Haus. Warum rennt er genau dahin? Lol. Spring runter. Spring runter. Komm her. Komm her. Komm zu mir. Komm. Oder warte. Warte, ich versuche einen Headshot zu geben. Ja, ich habe einen Headshot gemacht. Oh Gott sei Dank. Oh. Sehr schön. Oh Gott. Warum? Weil unten die Distor... Hä? War vielleicht oben das Tor offen? Ja. Kann wieder da reingekommen sein. Burn, Motherfucker, burn. Burnie, Burnie, Burnie. Brauchen wir noch so viel Holz? Wir brauchen überhaupt keins mehr. Wir sind schon fertig. Oh. Okay. Dann tun wir das mal da rein. Exakt. Wir brauchen noch ein paar Knochen, 5 Stück, und dann ist eigentlich erster Stock soweit fertig. Dann halt noch Möbel und so ein Zeug reinhauen. Oh, Knochen kriege ich jetzt gerade welche. Ganz frisch. Ah. Ganz neu, ganz frisch. Frisch. Frisch vom Metzger. Kannst du das vielleicht aufnehmen? Ja, ich konnte welche aufnehmen, weil ich habe ja vorhin in der Rüstung gebastelt. Ah. Einwandfrei. Ja. Perfekto, perfekto. Da ist jetzt ein bisschen die Frage, wie richten wir es uns ein? Sollen wir schon einrichten oder erst die Dächer? Was wir mal überlegt haben, ist ja, ob wir da jetzt Wände ziehen und sowas, ne? Oder ob wir einfach sagen, ein großer Raum. Und ich weiß, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie wir uns entschieden haben. Ich glaube, wir wollten eigentlich einen großen Loft draus machen. Ich, glaub, hier ich glaube unten, auch. Ich glaube, hier unten wollte man Loft machen. Also wirklich großer Raum und alles schön verteilen. Aber hier oben, glaube ich, wollte man hier zuziehen. Glaube ich, hier so mittig, so ungefähr. Und wie hier so gesagt, Schlafzimmer machen. Ah, ja. Ja, doch, das könnte klappen. Also nur einer Wand noch ziehen, so gesagt. Also hier so gesagt, ein Schlafzimmer zu machen. Und hier vielleicht irgendwie so. Weiß ich nicht, was könnte man da machen? Fitnessraum, keine Ahnung. So schön eigentlich, wenn man schaut so aus dem Schlafzimmer raus und sieht erstmal das so, ja, überall fallen. Es fehlen eigentlich noch die Leichen. Na gut, so können wir es gut beobachten, ne? Und vielleicht mal ein, zwei Headshots geben, wenn sie uns angreifen. Aber hier müssen wir fast, glaube ich, ich weiß nicht, noch mehr machen. Noch mehr fallen. Ja, ja. Oder noch eine Wand oder keine Ahnung, irgendwas. Weil... Wir müssen es befestigen, ja. Ja, weil wenn die Angriffe wirklich heftig werden mit vielen Mutanten und so. Ja, weil die lösen einmal aus, vor allem die Stacheldinger, die lösen einmal aus und dann stehen sie dahinter. Und wenn es ganz blöd kommt, sind sie da hinten sogar festgebackt und machen unser Haus kaputt. Und dann aber in Forest ist man halt auch ein bisschen eingeschränkt, sag ich mal. Man kann jetzt halt, na gut, man kann auch diese Molotow-Fallen und sowas machen. Ja, die können wir auch machen, das stimmt. Die wären vielleicht gut für die großen Mutanten.
Ja, aber man kann halt nicht bestimmen, wer reinläuft, ne? Weil wenn wir die halt jetzt vor die Baumfallen machen, laufen 100 pro auch so kleine Viecher rein. Ja, sowieso. Und so viel Alkohol hat man es auch wieder nicht, oder auch nicht so viel explosives Zeug. Wo ich mir da halt Gedanken mache, weil das doch immer blinkt und dann blinkt es die ganze Zeit. Das sieht ja furchtbar aus. Was blinkt? Ach Ja, die so! Fallen, Ach die so, blinken auch ja, die ganze Zeit. stimmt. Ich schau mal wegen Einrichtung, Es okay? gibt ja keinen Vorhang. Freies Bauen. Nein, nein, nein. Da Einrichtung. Schauen wir mal. Betriebsmittel. Man hätte. Oh, das können wir auch mal machen. So. Boah, ich weiß ja, Holzziel. Das ist eigentlich auch nur Schnickschnack, oder? Was? Holz? Was? Ja, es ist so ein für Pfeil und Bogen so eine Zielscheibe. Ach so, Ist eigentlich ja. auch nur Schnickschnack. Da haben wir Bänke, Tisch, Möbel. Oh, eine Feuerstelle. Die will ich. Die will ich. Die ist geil, ja. Die will ich auch. 68 Steine, ja, das kriegt man hin. Dann haben wir ein Ah, die Teppich. Kopftrophäen. Können wir für jedes Tier, was es gibt, Oh eine ja, Trophäe machen? stimmt. Dann könnten wir hier vorm Schlafzimmer vielleicht einen Trophäenraum machen. Ah ja. Dafür haben wir ein bisschen viel Fenster reingehauen, aber das geht trotzdem. Das kriegt man hin. Aber dann würde ich eigentlich mit dem Schlafzimmer anfangen, weil dann hätten wir unser schönes. Ja, dann zieh da mal deine Wand. Ne, ich Mal würde erst die zuerst. Einrichtung machen und dann die Wand ziehen nach der Einrichtung. Ja. Oder so dann. Magst du ein gemeinsames Zimmer, Mausi Pupsi, oder magst du zwei getrennte Zimmer? Natürlich, ich möchte ein Ehebett haben. Jawohl, das wollte ich hören. In diesen harten Zeiten muss man zusammen jede Zeit genießen. Ja. Aha. Schade, das heißt eigentlich kleines Bett, ne? Schade, dass es eigentlich kein großes Bett gibt. Ja, muss man dann zwei kleine Betten nebeneinander machen. So. Tja, wollen wir das so mittig rauen? So? Wirklich zwei nebeneinander? Oder? Ja, blöd gesagt, wir haben ja jetzt genug Ressourcen. Also Hasenfell und so haben wir echt. Eigentlich schon, ja. Man Also könnte können wir da jetzt wirklich. echt verschwenderisch bauen. Warte, ich mal gucken, wie weit ich nach hinten kann. Warte, wie weit geht es? Ja, das könnte sogar gehen. Und wenn ich dann theoretisch warte, noch eins daneben hinhaue. Du weißt aber schon, dass das drin ist, oder? Das Bett. Habe ich jetzt gebaut? Scheiße. Ist doch breit, ist Was? in der Wand drin. Nee. Meinst du? Siehst du es nicht? Leute, ich Es geht doch voll in diesen Baumstamm rein. Ja, gut. Ich dachte, er wollte halt bündig machen. Ich kann ja ein bisschen nach vorne, warte. Ist so besser? Nee. Es geht doch immer noch voll rein. Voll nicht. Also ich sehe noch dieses Dreieck. Nee, das ist doch direkt in der Wand drin. Das ist so ein Knick in der Optik. Jetzt ist es davor. Jetzt ist es davor, ja. Aber ich wollte halt bündig machen, weißt du, damit das theoretisch so anliegt. Aber gut, geht halt nicht ganz. Ich hätte es ja auch so bauen können eigentlich. Stimmt. So, dann mache ich das nochmal weg. Ah ja, genau. Mache ich das nochmal weg und Das ist gut dann so. kann ich das ja. Ja, perfekt, oder? Perfekt, ja, ich bin zufrieden. So, und dann, weil jetzt pass auf. Dann. Hätte ich auch gemacht. Krass, man kann das sogar bündig. Hey, krass, das geht sogar. Hey, krass. Seit wann geht das? Das muss ich ja auch nochmal machen. Hä? Okay, krass. Das Bünde. Das. Hey, hier geht's nicht. Ach, was für eine Scheiße. Okay, aber egal.
Passt so, oder? Ist okay eigentlich. Ich glaube, das geht dann. Geht das überhaupt? Keine Ahnung. Du wolltest, eine, Nacht, du wolltest eine Nachtschlampe, ne? Ja. Könntest du vielleicht. Was denn? Achso, okay. Ja, okay, hast es gelöscht, okay. Die Frage ist jetzt, wollen wir in unserem Schlafzimmer die Feuerstelle oder wollen wir die... Das habe ich auch gerade überlegt, weil ich habe hier gerade die Feuerstelle. Ja, ich muss die mal... Ich erkenne das gerade nicht genau. Das ist ganz schön verwirrend hier. Ich glaube, das ist vorne. So. Weil jetzt könnte man natürlich hier so eine schöne Feuerstelle hinklatschen, ne? Mhm. Stockrahmen. Jetzt kann man diesen Stockrahmen. Könnte man hier so eine schöne Feuerstelle machen? Oder man macht lieber einen, so gesagt, einen Schlafzimmerschrank. Also vielleicht irgendwie nochmal so ein Regal hin. Natürlich ganz klar, oder willst du noch einen Stuhl rein haben irgendwo, so in der Ecke? Oder man kann also wenn ich das jetzt richtig sehe, ist das ein Bilderrahmen, wo ein Fell einfach reingesteckt ist. Wo denn? Da. Der Stockrahmen, oder was? Ja. Also mehr ist es nicht, oder? Also irgendwie... Glück gesagt, kann man da kein Bild vom Jimmy reinhauen. Also. Ach so, so meinst du. Nee, anscheinend nicht. Aber es ist eine gute Idee. Da oben ist cool. Coole Idee. Aber wollen wir da Knochenrahmen oder Stockrahmen? Ich weiß nicht. Ich glaube, Knochenrahmen wäre irgendwie schöner. Weil Stock hier ist doch eh alles schon aus Holz. Oh cool, man kann sogar den Kronleuchter so in die Ecke hauen. Muss man gar nicht an die Wand hängen. Ja gut. Hä? So, ja, so. Dann nimm das da mal zurück, das andere. Nimm deins mal weg und dann tue ich mal einen Knochenrahmen hin. Weil ich habe das schon ausgewählt, deswegen. Ist es mittig? Nee, ist nicht mittig. Scheiße. So. Und dass wir dann keinen nächtlichen Besuch bekommen, würde ich sagen. Ich glaube, das stört mich gerade richtig hart. Aber. Was denn? Ja, ich habe das gerade so mitbekommen, dass diese Wand nicht mittig zentral mit dem Bett und so ist. Ach so. Das geht gar nicht. Sorry, das geht nicht. Das packe ich nicht. Jetzt habe ich es gesehen. Alles nochmal rückgängig. Ja, doch. Sorry, ich werde mich damit mal beschäftigen. Du kannst dir mal überlegen, wie, ob du noch andere Pläne hast. Habe ich noch andere Pläne? Schau dir mal durch, was es da so alles gibt. Es ist gar nicht mehr so leicht, das zu bauen, Leute. Das müsst ihr euch echt mal merken. Also, naja, das lasse ich so, glaube ich. Das geht. Ups, ist falsch. Moment, wir haben ein Rehhase. Kann man theoretisch noch eine Schildkröte hinhängen? Dann gibt es noch Krokodil. Jo. Hai? Ah, Haikopf gibt es noch, ja, genau. Naja, schau, Alter, ich hab Durst. Ja. Muss mal kurz verschwinden. Das ist ja, wenn nicht mehr regnet. So, erstmal gesüffelt. Und vielleicht einfach mal dann diese scheiß Verteidigung da fertig bauen, weil diese ganzen gelben Hämmer die Nerven nehmen. Oh, das mit dem Bett, das ist echt schwer, ne? Verdammte Axt.
Nein. Was ist das denn? Ah, da kommen die Steine. Kann ich hier ein bisschen Steine sammeln? Genau, das sieht doch schon besser aus. Ich hoffe, dass es geht, weil die gerade ein bisschen ineinander sind, die Betten. Ich hoffe, dass das einfach nur geht. Das geht wieder nicht, ist klar. So. Ja, wir sollten vielleicht mal kurz schlafen. Ja, bin sofort soweit. Ach so. Ich mach doch deinen Beistelltisch und dann. Ich mach mal schnell die Steine da fertig. Jawohl, einwandfrei. Das Bild. Haben wir das schon mal gelöst. Brauchen wir jetzt nur noch. Ach, die anderen Steine brauchen wir. Perfekt. So, ich komme mal zu dir runter. Fehlen hier eigentlich noch Steine oder nur noch Stöcke? Wo ist der Ausgang? Ach, da. Ja, geh da hin. Nein, ja, gut. Das habe ich ja, glaube ich, irgendwann mal gemacht. Dann fehlt. Bin da. Wir können Schlafi-Schlafi machen. Mhm. Ich speichere mal und dann können wir Schlafi-Schlafi machen und eh schon die Folge wieder beenden. Ja, bin unterwegs. Wir haben ja viel geschafft in der Folge, merke ich schon. Ja. Baum gefällt, gekämpft. Ja. Ja. So, das ist mal wieder eine Abwechslung. Findest du das? Ich würde sagen, das war jetzt eine komplett andere Folge wie sonst. Ja, ganz sicher. War ganz was anderes wie die ganzen anderen ja? 60 Folgen. Ganz was Neues. So. Achso, jetzt wäre ich beinahe in den Feuer gelaufen. Ui, das war knapp. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Hier gerade. Warte, ich brauche noch ein Thumbnail. Warte. Ich brauche ein Thumbnail. Allreit. So ist besser. War der Baum schon immer so groß in unserer Siedlung? Komm so hoch vor ihm. Und. Okay, das nehme ich. Welcher Baum? Wo unser Baumharzempfänger dort hängt. Ich meine, die waren immer groß, aber. Nee, mir kommt der gerade heftig hoch. Der ist schon voll übertrieben. Ich meine, der war immer groß, aber der ist schon hardcore groß, ne? Ja, also der ist doch größer wie die anderen Bäume im Spiel, oder? Da hinten ist nochmal so ein großer. Und das ist einfach nur so groß. Achso, ja stimmt, da hinten ist nochmal einer. Ja, cool. Ich wollte gerade sagen, aber nee, der war nie so groß. Der war zwar groß, aber ich muss mir kurz den anderen Baum anschauen. Der ist auch so groß. Was ist vielleicht so die Baumsorte? Ist mir so noch, jetzt wo du sagst, ist mir so noch nie. Alter, Digga, nee, der ist gewachsen. Ich weiß. Das gucke ich mir. Das schaue ich nach. Das schaue ich aber nach in der Folge. Also nicht in der Folge, sondern in den vorherigen Folgen. Das würde mich jetzt auch interessieren. Weil das wäre mal interessant, ob die immer weiter wachsen, wenn du da die nicht fällst. Nee, aber da wäre der ganze Wald groß, oder? Ja, nee, also wahrscheinlich ist es mir davon nicht aufgefallen. Ach, okay. Ah, ja, egal. Okay, dann danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Reit. Tschüss.